Hunter und ich hatten erst gestern Abend unsere letzte Partie. Ja. Also wirklich ein völlig überraschendes Secret Hidden Ending. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Rezension hier bei Hunter und Kron. Heute mit Arkham Horror, die dritte Edition in der deutschen Ausgabe, die hier vorliegt, von Fantasy Flight Games, auf Deutsch im Vertrieb bei Asmodee. Autor ist die Nikki Valance, und zwar inspiriert natürlich von Richard Lonius und Kevin Wilson. Jetzt hier eben dritte Edition. Wobei es gar nicht draufsteht, dritte Edition. Ne? Ist aber die dritte Edition. Das ist halt einfach die aktuelle, steht ja drin drauf. Aber damit man es auf Boardgame Geek richtig finden kann und so. Also stimmt, es steht tatsächlich das irgendwie in keinster Weise drauf. Das ist jetzt das aktuelle Arkham. Ab 12 wird es empfohlen für 1 bis 6 Spieler und 2 bis 3 Stunden geben sie hier tatsächlich als Spielzeit an. Ja, es entführt uns natürlich ins okkulte Arkham, da passieren viele nebulöse und finstere Dinge, große Alte, die erwachen, Okkultisten, die Schriften verbrennen und in unbekannten Zungen sprechen und singen. Ja, es ist ja. Wir dürfen mitsingen. Lovecraft-Fans werden sich hier sofort heimisch fühlen. Und natürlich gibt es auch viele da draußen von euch, die vielleicht die erste oder zweite Edition schon kennen. Und das Ganze ist hier jetzt halt, ja, wie man das von Fantasy Flight Spielen so gewohnt ist. Es inspiriert sich letztlich gegenseitig von sich selbst. Und hier ist wieder ein Einfluss von all den letzten Titeln, also sowohl vom Arkham Horror LCG als auch eine Prise Mansions of Madness, zweite Edition, all diese Dinge. Wahrscheinlich findet man irgendwo sogar einen Fallout-Mechanismus. Es ist, ja, so evolutioniert sich halt diese Fantasy Flight Welt in sich selbst. Ja. Und ob das immer rundum gelingt und so, das werden wir nach hinten am Fazit diskutieren. Jetzt wird euch kurz, Professor Hunter. Kurze Regelerklärung, tatsächlich muss man sagen, die Regel relativ schlank. Ich sag's mehrmals, der Aufbau ist das Schwierigste. Bitteschön. Arkham Horror in der dritten Edition. Natürlich ist es immer noch ein kooperatives Abenteuerspiel. Wir versuchen hier gemeinsam gegen die alten oder gegen sonstige Lovecraftische Ungeheuer zu bestehen. Wir haben im Spiel insgesamt 4 Szenarien. Was eher überschaubar ist, würde ich sagen. Das Erwachen des Azathoth habe ich jetzt schon mal hier aufgebaut. Es gibt dann hier so einen Szenariobogen. Interessant ist, dass man am Anfang nicht weiß, was man eigentlich machen muss. Oder man weiß eigentlich nur sehr begrenzt. Es gibt einen sogenannten Kodex. Den würde ich, einen Kartenstapel, der durchnummeriert ist. Überhaupt die ganzen Kartenstapel hier, der Aufbau mit. Das Komplizierteste später, die Regeln gar nicht so kompliziert. Aber auf jeden Fall, es gibt diesen Kodex. Und da steht dann drauf, ja, die und die Karten des Kodex könnt ihr schon mal raussuchen. Und da stehen dann die ersten Aufgaben drin. Und wenn die erreicht werden, geht es zu den weiteren Aufgaben. Und wie es bei diesen Spielen üblich ist, gibt es immer so doppelte Timer. Entweder schaffen wir es rechtzeitig mit Hinweisen, die wir auf das Mysterium finden, die Sache positiv voranzutreiben. Oder das Verderben holt uns ein. Und dann passiert auf der negativen Seite was. Und je nachdem, was da zuerst am Ende die letzte Aufgabe geschafft, also wir mit den Hinweisen oder das Verderben mit den Verderbnismarkern meistens, das bestimmt, ob wir am Ende das Spiel gemeinsam verloren oder gewonnen haben. Ja, hier sehen wir die Szenarien nochmal nah, wie ihr seht, ne? Echos aus der Tiefe, Umordots Festmahl, Schleier der Dämmerung und hier das Erwachen des Azathoth wird als Einstiegsszenario empfohlen. Naja, thematisch nichts Besonderes natürlich. Und wie schon gesagt, der Aufbau ist das Komplizierteste, deswegen schauen wir uns das mal an. Dazu dreht man das hier um. Und zunächst einmal ist hier einfach abgedruckt, wie man den Spielplan aufbaut. Da muss man noch so ein paar Marker und so ein paar Startmonster hier verteilen. Das steht hier oben. Hier verhüllte Gestalt, das ist ein Startmonster. Und das sind einfach die Verderbnismarker, die da am Anfang schon hingehören. Ansonsten muss man einfach die richtigen Stadtviertel raussuchen und die richtigen Verbindungsteile. Und dann sieht es am Ende so aus. Hier links geht es dann weiter. Zum einen wird ein Monsterstapel speziell gebildet. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es sehr viele Monster im Spiel. Und da muss man natürlich die richtigen raussuchen, die hier in dem Szenario mitspielen. Eine Mythosquelle wird zusammengestellt. Das sind einfach bestimmte Marker. In der Mythosphase wird einfach pro Spieler werden dann 2 Marker aus einem Sack oder einem Becher gezogen. Leider ist da nichts beiliegend. Und das ist natürlich je nach Szenario anders zusammengestellt. Und je nachdem, was man dann da zieht, passiert was anderes. Und hier
gibt es letzte Aufbauschritte. Karten 2 und 3 werden zum Codex hinzugefügt. Aus dem Kartenzeitriss wird ein Anomaliestapel gebildet. Ja, es gibt drei verschiedene Anomaliestapel. Entschuldigung. Und in diesem Szenario spielt der Anomaliestapel Zeitriss mit, das zeige ich euch nachher gleich. Und der Codex, das sind einfach die Szenarioanweisungen, was wir überhaupt machen müssen. Da werden einfach Karten 2 und 3 rausgesucht und die vorgelesen, das zeige ich euch auch gleich. Soweit so gut, so kompliziert war das ja auch nicht. Aber jetzt kommt noch ein Schritt, der ist für jedes Szenario gleich und der verwirrt einen am Anfang ein bisschen. Wie ihr seht, spielen hier diese fünf Bezirke mit Geschäftsviertel, Nordstadt, Innenstadt, Hafenviertel und Oststadt. Und für jedes von diesen Vierteln gibt es einen passenden Stapel an Ortskarten mit dem entsprechenden Hintergrund. Außerdem gibt es noch einen Stapel mit Straßen, den natürlich immer mitspielt. Es gibt immer Straßenverbindungen. Dann gibt es aber auch noch Karten mit den gleichen, die die gleiche Rückseite haben, aber keine Ortskarten sind. Hier sieht man das, ja. Das hier sind Ereigniskarten. Man kann sie von der Rückseite nicht unterscheiden, das ist auch mechanisch gewollt, aber wenn man die umdreht, sieht man hier oben ist so ein kleines, so ein Hinweissymbol. Das ist auf diesen Karten nicht drauf. Oh, und ich habe hier gleich schon mal eine Karte, da habt ihr gleich schon wieder das nächste festgestellt. Hier, wenn da oben so eine Zahl drauf steht, heißt es, dass es eine Codex-Karte ist. Die gehört hier auch nicht rein. Da geht es nämlich weiter. Im Codex gibt es auch noch Karten, die so eine ähnliche Rückseite haben. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal Unterschied Ortskarten, Ereigniskarten. Diese Ereigniskarten wiederum müssen wir jetzt die richtigen raussuchen für dieses Szenario und damit einen Ereigniskartenstapel bilden. Und das machen wir so, wir gucken alle Ereigniskarten an von den Orten, die mitspielen, drehen die um und hier unten ist kleingedruckt, steht für welches Szenario. Hier steht Ereigniskartenbegegnung, das Erwachen des Azathoth, ja. Und wenn man hier runter guckt, gibt es hier noch Umordots Festmahl. Und daran wissen wir, okay, die Karten hier, die spielen nicht mit. Und die gehören jetzt in unseren Ereigniskartenstapel. Ja, und das müssen wir jetzt für jeden Ort machen, der mitspielt. Dann werden diese Ereigniskarten einfach gemischt. Ja, einfach zusammengemischt, was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, man muss sie quasi nach jedem Spiel auch wieder irgendwie auseinanderklamüsern. Ist leider so, aber ja, ist dann letztendlich doch schnell gemacht. Man mischt sie zusammen. Und die kommen dann hier in diesen schönen Kartenhalter rein, sind unsere Ereigniskarten. Spielmechanisch hat das alles den Hintergrund, dass wenn Hinweise hier erscheinen, dann ziehen wir immer die oberste Karte von diesem Stapel, gucken sie nicht an, schauen, was ist für eine Stadtviertel, hier Nordstadt in dem Fall. Das heißt, in der Nordstadt erscheint jetzt ein Hinweis. Und diese Karte wird jetzt unter die obersten zwei Karten einfach des Ortskartenstapels gemischt. Und wieder hier hingelegt. Und das bedeutet halt einfach, dass wenn wir jetzt zur Nordstadt gehen, in der Begegnungsphase muss man immer hier so eine Karte ziehen. Und ja, wir haben jetzt eben eine Chance, dass wir hier unsere Ereigniskarte ziehen. Und mit der Ereigniskarte bekommen wir einfach die Chance, diesen Hinweis zu finden, der da eben aufgetaucht ist. Und jetzt versteht ihr auch, warum eben diese die gleiche Rückseite haben müssen, damit man eben nicht weiß, okay, ist jetzt das hier schon die Karte, die ich eigentlich suche, oder muss ich noch zweimal suchen, bis die dann kommt. Ne? Und gucken wir mal, oh, hier hätten wir jetzt Pech gehabt. Normal, normal, da ist sie. Ja, also man sieht schon, kann man schon gut unterscheiden, aber das ist halt echt beim Aufbau total wichtig, dass man das hier so zusammensetzt und dass das halt auch die richtigen Ereignisse für dieses Szenario sind. Und zuletzt schauen wir uns hier noch den Codex-Stapel an. Der ist einfach hier nach Reihenfolge gemischt und man kann ihn eben hier oben an dieser Nummer erkennen. Hier vorne ist es ja passiert, ja, diese Nummer hier ist mir in dem Ortskartenstapel Oststadt hier, hat er sich verirrt gehabt. Ne? Der gehört aber, weil da oben eine Nummer ist, eben hier in den Codex rein. Und es stand ja, wir müssen 2 und 3 hinzufügen zum Codex. Das bedeutet einfach, man sucht sie aus dem Stapel raus und darf ihre Vorderseite lesen, ist auch ganz wichtig, Vorderseite ist immer da, wo die Zahl ist. Und hier stehen jetzt bestimmte Sachen, was wir machen müssen. Hier zum Beispiel die eigentliche Aufgabe, sobald 3 oder mehr Hinweise auf dem Szenariobogen liegen, wird Karte 4 zum Codex hinzugefügt, also kriegen wir neue Anweisungen. Sobald 3 oder mehr Verderben auf dem Szenario liegen, wird diese Karte umgedreht. Ne? Daran merkt man schon, es ist wichtig, dass man nicht aus Versehen schon die Rückseite liest.
weil das quasi einen spoilern würde. Und hier stehen eben auch noch zusätzliche Regeln und Sachen, die man beachten muss. Auch zur Vorbereitung gehört, dass man sich einen von den Charakteren aussucht, also jeder Spieler. Da gibt es jetzt auch keine großen Überraschungen. Man hat die bekannten Werte aus den Spielen, geistige Gesundheit, normale Gesundheit und die verschiedenen Werte hier für die einzelnen Proben, die man später im Spiel ablegen muss. Wenn man die Karten umdreht, gibt es noch einen kleinen Flavortext. So eine Primärrolle, hier kann man so ein bisschen abschätzen. Ja, sind jetzt eher auf Kampf spezialisiert, was ist so ein bisschen deren Ding. Wobei man sagen muss, es sind nur diese Werte, die eben unterschiedlich sind. Und jeder hat noch ein bisschen andere Startausrüstung. Hier zum Beispiel, der hat eben den Chicago Typewriter und startet mit 3 Geld. Und dann kann er noch auswählen, entweder die Karte Mitglied der O'Banion-Bande oder eine alte Dampfschleuder. Die Startgegenstände muss man sich praktischerweise nicht aus dem Gegenstandsstapel raussuchen, sondern das sind diese hier, ja, ihr seht schon, ja, das sind die ganzen Startgegenstände von allen Charakteren und da kann man sich dann einfach meistens kann man sich zumindest eine Sache aussuchen und die anderen Sachen kriegt man einfach, das kann alles Mögliche sein, von Waffen über Zauber, je nachdem. Was eben der Charakter hier, haben wir den Chicago Typewriter zum Beispiel. Ja, und diese Gegenstände, die helfen natürlich was. Zum Beispiel hier, man bekommt eben hier, das ist einfach eine Waffe, +4 auf die Stärke beim Angriff und so weiter und so fort. Also das kennt man eben auch aus diesen verschiedenen Spielen. Und natürlich gibt es noch viele weitere Gegenstände im Spiel, die zeige ich euch nachher. Jetzt geht es aber wirklich los. Das Spiel wird in Runden gespielt und jede Runde hat 4 Phasen. Es geht los mit der Aktionsphase. Der Spieler, jeder hat einfach 2 Aktionen. Hier alle starten am Bahnhof, das hat das Szenario so festgelegt. Und dann kann man eben Aktionen machen. Da gibt es natürlich wieder eine ganze Auswahl. Wir können uns bewegen, entweder um 2 Felder oder wir können weiterlaufen. Bis zu 4 Felder kostet aber jedes zusätzliche Feld 1 Dollar. Man kann einfach nichts machen und 1 Dollar einnehmen. Ne? Dollar ist halt einfach die Währung, kann man Gegenstände kaufen oder sich schneller bewegen. Nimmt man ein Taxi, keine Ahnung, was das heißen soll. Dann kann man sich fokussieren. Das ist einfach nur, man macht sich ein bisschen, verbessert sich so ein bisschen. Es gibt hier diese kleinen Marker. Die kann man dann einfach auf seinen Charakterbogen legen und dann bekommt man... Ja, +1 auf eine bestimmte Fähigkeit, kann die Marke auch wieder ausgeben, um Würfel neu zu würfeln. Jeder Charakter hat auch so ein Fokus-Limit, also man kann sich nicht unendlich da verbessern. Ja, da macht man sich einfach ein bisschen stärker. Dann gibt es die Aktion Bannen, die ist sehr wichtig, es funktioniert so ähnlich wie bei Pandemie. Ihr seht ja hier diese Verderbnismarke und die müssen wir so ein bisschen eingedämmt halten, weil wenn hier 3 Anomaliemarker in einem Gebiet erscheinen oder 5 in dem ganzen Stadtviertel, dann passiert zunächst einmal Folgendes, dass hier so eine Anomalie erscheint, was blöd ist, weil wenn hier zum Beispiel Hinweise wären, ja, die wir finden wollen, weil sie in dem Ortsstapel drin sind und dann kommt eine Anomalie, können wir diese Hinweise erstmal nicht mehr finden, weil wir dann nämlich nicht mehr vom Ortsstapel ziehen, sondern von so einem besonderen Anomaliestapel. Wie gesagt, in diesem Szenario ist es der Zeitrissstapel, gibt es 3 verschiedene. Und dann müssten wir erstmal wieder hier alles verderben, wegmachen, damit wir überhaupt wieder an den Ortsstapel rankommen, wo unser Hinweis drin versteckt ist. Und wenn eben da 3 in einem liegen oder 5 im Gesamten und dann eben weitere Verderbnismarker gelegt werden müssen, dann kommen die auf den Szenariobogen und befördern dann sozusagen dieses schlechte Ziel, was wir eigentlich verhindern wollen. Also Bannen ist eine relativ wichtige Aktion, das ist einfach eine Probe auf Wissen und dann kann man so viele Dinger hier entfernen, wie man Erfolge erzielt. Die Proben gehen hier einfach mit den W6, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Wissen hätte, ich weiß gar nicht, wie viel der hier hat, ja, der hat 2 Wissen, dann könnte ich würfeln. Jede 5 und jede 6 ist ein Erfolg. In dem Fall hätte ich einen Erfolg gewürfelt und kann diesen Verderbnismarker hier entfernen. Wichtig, nicht vergessen, kleine Sonderregel, entfernt man 2 oder sogar 3 in einer Probe, kriegt man noch so ein Artefakt hier als Belohnung. Die sind gut, weil man braucht teilweise Artefakte, um an diese Hinweise ranzukommen, muss man welche abgeben. Das heißt, ja, Artefakte kann man aus dem Kriegen, wenn man starke Monster tötet. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann kann man natürlich einfach angreifen. Ihr seht schon, hier gab es schon so Monster. Wenn man jetzt hier hinläuft, dann verwickelt man das Monster in einen Kampf. Das kommt dann zu dem Spieler hin, man dreht es um und man sieht, es gibt dann halt so Kampfwerte.
Ja, man kann mit dem Monster halt einfach mit seiner Stärke kämpfen. Teilweise gibt es dann noch Mali, da steht, wie viel Leben das hat, und dann ist es genau gleich. Oh, ich habe natürlich, aber der hier hat natürlich Stärke 4 sogar, der Charakter. Ja, hätte ich sogar 2 Erfolge erzielt, dann wären das sogar 2 Schaden. Aber die verhüllte Gestalt hat nur ein Leben. Allerdings gibt es hier auch kein Artefakt in dem Fall. Das werden einfach besiegt. Ich kann versuchen, auch mich wieder aus dem Kampf zu lösen. Da muss ich eine Wahrnehmungsprobe bestehen. Das steht hier, ob da irgendwelche Mali sind. Und wenn ich mich im Kampf befinde und die Monsterphase kommt und ich habe die eben nicht besiegt, dann greift er mich an und hier unten steht dann, wie viel Schaden er bei mir macht. In dem Fall würde er einfach eine körperliche Gesundheit mir abziehen. Der Monsterstapel ist auch recht umfangreich, wie ihr seht. Und es gibt halt immer diese Vorderseite. Da steht nur, wie schnell das Monster ist. Auf der Seite liegt er quasi auf dem Spielplan und läuft da rum. Es gibt dann auch noch unten hier steht, wo die Monster erscheinen und welchem Ermittler sie hinterherjagen. Und immer wenn man es umdreht, sieht man dann halt dann diese Kampfwerte. Ne? Der hier hat 3 Leben. Man muss einen Würfel weniger würfeln beim Angreifen. Und er macht hier 2 körperliche Damage. Hier rechts würde der geistige Schaden stehen. Natürlich gibt es auch noch Sondereffekte. Ja, und das waren eben 2 Aktionen. Man kann entweder angreifen oder versuchen zu entkommen, wenn man sich schon im Kampf befindet. Dann kann man noch recherchieren. Das ist eine Aktion, die am Anfang etwas für Verwirrung sorgen könnte, weil sie sorgt dafür, dass man Hinweise auf den Szenariobogen legt, was wiederum unser positives Ziel befördert, was wir eigentlich erreichen wollen. Aber um einen Hinweis zu recherchieren, muss ich ihn erstmal haben. Das heißt, erstmal muss ich irgendwie über eine Begegnungskarte, eine Ereigniskarte besser gesagt, hier diesen Hinweis zum Beispiel überhaupt erstmal bekommen. Und erst wenn ich ihn besitze auf meinem Charakterbogen, dann kann ich die Aktion recherchieren, durchführen. Und das ist halt auch einfach eine Wahrnehmungsprobe. Und für jeden Erfolg darf ich dann einen Hinweismarker auf den Szenariobogen legen. Und ja, wenn dann die Anzahl erreicht ist, die auf den Kodexkarten steht, dann geht es halt irgendwie weiter. Gibt es eine neue Kodexkarte oder wird eine umgedreht? Außerdem kann man noch als Aktion Gegenstände und Geld tauschen. Und natürlich gibt es bestimmte Sonderkarten, die auch noch so Spezialaktionen ermöglichen. Ja, das sind schon alle Aktionen. Jeder hat 2 Stück. Ja, dann kommt schon die Monsterphase. Da wird jedes Monster, was kampfbereit ist, also nicht irgendwie ausgenockt ist oder irgendwie sonst wie behindert, wird aktiviert. Bewegt sich auf sein Ziel zu, das steht auf der Monsterkarte drauf, zum Beispiel der Ermittler mit den meisten Hinweisen oder ein bestimmtes Feld auf dem Spielplan oder irgendwie sowas. Und falls es irgendwelche Monster gibt, die erschöpft sind, dann werden die einfach kampfbereit gemacht für die nächste Runde. Und jedes Monster, was sich eben im Kampf befindet, nicht besiegt wurde, greift einfach den Ermittler an und macht einfach den Schaden, der aufgedruckt ist. Da kann man auch gar nichts gegen tun. Dann kommt die Begegnungsphase und die ist halt eigentlich die spannende. Da kommt es jetzt drauf an, wo sich die Ermittler befinden. Und wenn es jetzt so aussehen würde, ist es einfach, jeder Ermittler zieht jetzt eine Karte von dem Stapel, wo er ist. Das heißt, also das wäre natürlich im Kampf hier. Das heißt, dieser Ermittler hier zieht eine Karte von der Innenstadt. Die beiden hier ziehen eine Karte von der Nordstadt und die hier zieht vom Straßenstapel. Ja, und dann wird oben gezogen und dann wird das vorgelesen, am besten von einem anderen Spieler, wo der jeweilig sich befindet, weil jedes Stadtviertel hat ja 3 verschiedene Felder und wenn er jetzt zum Beispiel bei Arkham Advertiser stehen würde, das würde auf den Zauberer zutreffen, ja, dann wird es hier vorgelesen, meistens ist es dann irgend so eine Probe und ja, gut ist es dann, wenn man einfach bis dahin wartet, dann führt die jeweilige Person die Probe aus und je nachdem, ob er es dann schafft oder nicht, liest man dann entweder die positive oder das negative Ergebnis. So eine Karte wird dann einfach abgelegt und dann geht es einfach weiter. Wenn aber eben so eine Ereigniskarte gezogen wird, dann ist es erstmal genau das Gleiche. Der Unterschied ist nur, wenn man jetzt hier die Probe oder was auch immer hier steht, schafft, dann steht hier fast immer, du erhältst einen Hinweis aus deinem Stadtviertel und das bedeutet, man kriegt diesen grünen Marker, der da hingelegt wurde. Wichtige Regel dabei, wenn man das Ereignis schafft, einen Hinweis bekommt, dann wird diese Ereigniskarte auf den Ereigniskartenablagestapel gelegt. Schafft man es aber nicht, wird sie zurückgemischt in die oberen 3. Das heißt, man kann dieses Ereignis dann wiederziehen und ja, man kann natürlich auch versuchen, dann einfach in einem anderen Feld
zu stehen, weil man vielleicht hat man es nicht geschafft, weil man keinen so ein Relikt hatte oder sowas und oder besonders schwach ist in diesem einen, in dieser einen Probe, dann kann man versuchen, das, diese Karte woanders zu schaffen oder sich halt entsprechend besser vorzubereiten, dass man den Hinweis dann bekommt. Falls sich auf einem der Stadtviertel so ein Anomaliemarker befindet, sieht man wie gesagt nicht von diesem Ortskartenstapel, sondern vom Anomaliekartenstapel. Ich glaube, ich lerne es nicht mehr in dieser Rezension. Und da kommt es dann darauf an, wie viele Verderbensmarker hier liegen, welche Probe, welche Geschichte man dann hier vorlesen muss. Die letzte Phase ist die Mythosphase. Da zieht dann jeder Spieler zwei dieser Marker hier aus. Ja, dieser Beutel ist nicht Teil des Spiels übrigens, den haben wir jetzt einfach so benutzt. Und je nachdem, was man zieht, muss man dann einen bestimmten Effekt abhandeln. Hier breitet sich Verderben auf, da sieht man einfach die unterste Karte vom Ereigniskartenstapel und da ist dann so ein Symbol, wo ein weiterer Verderbnismarker erscheint. Es erscheinen neue Monster, man muss so eine Schlagzeilenkarte aufdecken, da ist meistens auch was Negatives, verschiedene Effekte. Neuer Hinweis erscheint, da nimmt man wie gesagt die oberste Karte des Ereigniskartenstapels und mischt sie in die entsprechende Stadtviertel und platziert so einen Hinweis eben auf dem Feld. Dadurch kommen halt neue Hinweise ins Spiel. Beim Dimensionenriss ist so ein bisschen wie der Ausbruch bei Pandemie, kommen einfach auf jedes Feld eines bestimmten Stadtviertels ein Verderbnismarker. Und bei Rache, ja, da werden so bestimmte Sondereffekte getriggert, meistens szenarioabhängig oder auf solchen Schlagzeilenkarten gibt es auch Racheeffekte oder auch teilweise auf Karten von Ermittlern. Den gibt es nur einmal, ist meistens schlecht. Und dann gibt es noch leere Marker, wenn ihr die zieht. Dann freut ihr euch meistens. Und dann gibt es hier noch fünf Kartenstapel, Zustände, Gegenstände, Verbündete, Zauber und Sonderkarten. Die kommen eigentlich fast alle durch irgendwelche anderen Karten ins Spiel. Meistens kriegt man halt irgendwelche Sachen als Belohnung. Zum Beispiel ziehe eine Zauberkarte, dann sieht man immer hier die oberste Karte oder man kann sich eine bestimmte Karte aus den Sonderkarten raussuchen oder man bekommt einen Zustand. Wichtig ist nur, bei den Gegenstandskarten gibt es noch eine Auslage von fünf offenen Karten und wenn man Gegenstände bekommt, dann gibt es ganz oft so die Anweisung, ja, ihr dürft zum Beispiel einen Gegenstand aus der offenen Auslage kaufen. Die Gegenstände haben halt auch oben hier links sieht man einen Preis. Die haben auch verschiedene Attribute, zum Beispiel einfach, Kuriosität und so weiter. Darauf wird dann halt jeweils immer Bezug genommen. Wichtig ist zum Beispiel, wir gucken hier mal in den Unterstützerstapel rein, dass diese Karten teilweise hier auch Lebenspunkte haben, also geistige und körperliche Gesundheit. Und das heißt, man kann denen halt auch Schaden zuweisen. Natürlich, wenn sie dann das Limit erreicht haben, dann muss man sie auch ablegen. Aber so kann man natürlich auch mehr Schaden schlucken. Ansonsten kann man bei Arkham Horror so viele Karten haben, wie man möchte. Das ist also ganz witzig. Teilweise rennt man dann mit drei, vier Verbündeten rum. Das ist auch ganz lustig. Und das waren im Prinzip die Regeln. Man spielt einfach die Runden durch, versucht sich hier durch die Codex-Karten zu spielen. Und ja, entweder ist man schneller als das Verderben, dann wird man am Ende das Spiel gewinnen. Oder langsamer, dann verschlingt meistens irgendein großer Alter die ganze Welt oder uns als Ermittler, je nachdem. Und dann müssen wir es halt nochmal probieren. Ja, ich dachte ja, ich könnte einfach blind meine zweite Edition, die ich hier noch im Schrank habe, einfach verkaufen, weil jetzt kommt die dritte Edition und alles, was neu ist, immer besser. Und jetzt bin ich unsicher. Du bist unsicher? Ich bin unsicher. Mir gefällt tatsächlich viel sehr gut. Es fühlt sich tatsächlich in mancher Hinsicht natürlich moderner an. Es hat ein modulares Brett. Es hat, ich finde, die Zugänglichkeit ist nochmal enorm gestiegen. Also wenn man das mal gecheckt hat, wie man es aufbaut mit den Karten, dass die nicht durcheinander kommen und so, dann ist es wirklich relativ einfach. Ja, der Ablauf, Spielablauf sehr straightforward. Dann bin ich auch tatsächlich sehr froh, dass jetzt nicht jede Neuauflage von jedem großen Fantasy Flight Game Titel mit einer App daherkommt. Ja, und plötzlich ist auch so gut, sehr ja. ich diese Sachen wie Willen des Wahnsinns und Herr der Ringe Reise durch Mittelerde werden wir Find in Kürze vorstellen. Angenehm, aber es ist halt dann schon immer diese, auch wenn der Overlord sozusagen es den nicht mehr gibt, sondern der auf die App ausgeladen wird, macht es trotzdem Sinn, einen halt zu haben, nicht immer die App da immer rumzureichen, sondern irgendwie hier, wer ist jetzt heute der Erzählbär oder wie auch immer. Und das ist dann halt es gibt halt immer diesen Fokus, zumindest von dem einen auf die App und die anderen müssen sehr viel zuhören. Und das fühlt sich hier, das meine ich jetzt durchaus positiv, fast schon
auf der einen Seite moderneres Arkham, aber in bestimmten Dingen auch fast schon wieder altmodisch an. Also da ist natürlich Fantasy Flight auch selber schuld dran, weil sie diesen App-Standard jetzt selber gesetzt haben. Ich finde es nicht negativ. Ja, ich finde es auch positiv. Altmodisch meine ich in dem Fall jetzt nicht, aber es ist quasi nicht, hey, hier kommt jetzt das Arkham mit der App, wie sie es halt jetzt bei ein, zwei anderen Titeln in der neuen Edition gemacht haben, bei Mansions, bei Herr der Ringe und so weiter. Und da schlägt es tatsächlich nicht rein. Aber tatsächlich bin ich, das war ja um den Satz eingangs abzuschließen, ich bin trotz allem, es ist so viel anders und an manchen Dingen auch entschlackt, dass ich unsicher bin. Möchte ich jetzt beide behalten? Ich brauche Hilfe, ich brauche Rat. Also, um dir zu helfen, ich würde auch sagen, deinen Punkt aufzugreifen, ich finde es auch sehr angenehm, dass man keine App hat. Da habe ich auch so ein bisschen so meine Meinung dazu. Ich finde, es ist an so einem simplen Ding, wie an so einer Begegnungskarte hier, merkt man, was der Unterschied ist. Das sollte dann eben Mitspieler vorlesen und wenn der irgendwie ein bisschen in der Stimmung ist, dann liest er das auch irgendwie stimmungsvoll. Genau. Und Die Zeit muss man sich nehmen und dann, na, und wie ist, und dann weiß aber trotzdem, man auch als Mitspieler kriegt, hat man auch was davon, weil man liest ja, okay, wenn der es jetzt schafft, dann könnte was passieren, das ist spannend. Ja, bei den Apps ist ja auch oft so, schaffe ich es jetzt mit 3er Folgen? Nee, oder doch? Und dann schafft man es nicht und denkt, man hätte jetzt 4 gereicht, keine Ahnung. Ja, so, das, ne, die App hält einen natürlich auch so ein bisschen im Ungewissen oft. Das hier einfach angenehm. Ne? Wir haben, manche Leute beschäftigen sich ja dann gar nicht mehr mit den Dingen, wie was zustande kommt. Ja. Man lagert ja dann die Arbeit in die ganze App aus. Ja. Es entstehen hier 8 Horror. Warum? Interessiert keinen. Ja, woraus setzt sich denn dieser Gefahrenmodifikator zusammen? Nee, hier muss man die Dinge noch selber nachvollziehen. Wohin läuft das Monster und so weiter. Ein Vorteil, eine wirkliche Stärke, die ich erwähnen möchte, ist natürlich, dass es hier auch ein gewisser kleineren Fokus auf das narrative Element stärker bekommt. Also dieses, definitiv. Das ist viel stärker jetzt als im alten Arkham, zweite Edition, wo wir letztlich, wenn man es jetzt mal zynisch runterbricht, eigentlich nur einen großen Alten auswählen und es läuft am Ende halt auf eine Gewinn-Verlieren-Situation in der Konfrontation mit diesem großen Alten hinaus, stecken hier Überraschung. Hunter und ich hatten erst gestern Abend unsere letzte Partie, also wirklich ein völlig überraschendes Secret Hidden Ending. Es war ein anderes Ende, als ich zumindest erwartet hätte. Ja, es war hier, wir arbeiten darauf zu und dann gab es da noch so ein Subplot. Ja, es war ganz nett, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dann halt da plötzlich sich auch noch ein Ende drin verbergen also kann. Das Narrative gefällt mir tatsächlich sehr gut. Dass das ganz kurz noch, das quasi große Alter früher ausgewählt, und damit war eigentlich das Szenario auch schon fertig und der Rest war halt random und hier ist es halt so, dass durch das Szenario ja auch bestimmte Karten, also das alles, das ist ein bisschen noch mehr auf diese Geschichte halt getrimmt. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und das muss ich auch sagen, also ich würde nämlich sagen, ich finde es definitiv schon besser als das alte Arkham wegen diesem szenariobasierten Storytelling, was hier viel stärker ist. Das Einzige, was mir im alten Arkham wirklich, muss ich sagen, besser gefällt, ist der altmodische Spielplan. Ich mag diesen modularen, komischen Puzzlespielplan. Der ist so technisch irgendwie. Der sieht einfach nicht stimmungsvoll aus. Das ist aber meine persönliche Meinung. Du faltest einfach gern große Bretter auf die Schuhe. Das passt einfach nicht zu Lovecraft. Whatever. Das Problem, was ich nur bei dem Spiel sehe, ist gar nicht das alte Arkham. Das ist ja auch dein altes Spiel. Da bin ich raus, ob ich das verkaufen will. Ich habe das ja nicht persönlich. Du darfst trotzdem mitvoten. Ja, ich darf mitvoten. Mein Problem ist eher, ich spiele einfach viel lieber Eldritch Horror. Das ist einfach der Punkt. Ja. Ich finde einfach, Eldritch Horror ist das bessere Spiel. Warum? Weil was bei Arkham Horror einfach immer so ein bisschen im Gegensatz zu Eldritch Horror zu kurz kommt, finde ich, auch hier geht es um die großen Alten. Auch hier erwacht in einem Szenario Cthulhu. Aber wir bleiben halt einfach immer nur in der Stadt, im Hafenviertel und im Wohnviertel und so. Und in Eldritch Horror erwacht er einfach im Ozean, die ganze Welt ist in Gefahr und die ganze Welt geht unter. Hier geht es ja auch unter, aber wir sind halt nur in dieser kleinen Stadt. Mhm. Ja? Und irgendwie ist das Szenario, das passt einfach bei Eldritch Horror besser. Das ist, wir reisen durch die ganze Welt zu den Pyramiden und sonst. Und das gefällt mir einfach vom Prinzipiellen, weil das ja sehr ähnlich immer, oder da gibt es auch viel Storyteil und so, gefällt mir einfach bei Eldritch Horror besser. Und das Zweite ist, wenn ihr in Arkham bleiben wollt und wenn ihr so storylastiges, szenario-lastiges Spiel gut findet, dann muss ich einfach sagen, das Arkham Horror LCG, Arkham Horror Kartenspiel ist einfach deutlich besser und nicht nur deutlich besser in meinen Augen, weil du mehr, der Mechanismus ist spannender mit dem Deckbuilding, du hast viel mehr Optionen, es ist als Spiel viel spannender, hier ist es halt hast du sehr wenig Optionen, gut, es ist halt auch familientauglicher, klar. LCG ist deutlich anspruchsvoller auch. Mhm. Aber mir macht es halt deutlich mehr Spaß. Das ist ja auch kein Familienspiel, nicht falsch verstehen. Nein, das nicht. Ein gehobenes Familienspiel, leichtes Kennerspiel, wie auch immer.
Gut, Kartenspiel hat auch unser Prädikat bekommen. Davon ist Arkham Horror so meiner Meinung nach einige Punkte entfernt. Ich wollte auch kurz zu dem modularen Spielplan was sagen, also und weil das auch passt zu dem, was du zu Eldritch gesagt hast. Ja, also manchmal finde ich auch diese Größe, natürlich dieses Epische und dieses, das hat dann bei mir auch immer so eine Prise, dieses Indiana Jones Prise kommt dann noch dazu, ich reiß irgendwo hin, da passieren du sehen. Und hier ist es aber, es ist manchmal hat auch so dieses Kompakte, finde ich, was für sich. Also weißt du, wie der Fluch, der auf einem Piratenschiff ausbricht. Ja, und man ist dann halt auf so einem engen Raum, so ein Setting. Also wie, man fühlt sich dann halt irgendwann heimisch. Das ist mein Arkham, ich bin hier, ich wohne hier, ich bin hier, ich versuche, dass halt hier die Dinge wieder richtig laufen. Und ich weiß, da drüben ist der Apotheker und da hinten die alte, schrullige Dame mit dem Hund. Also es wird dann halt auch sehr persönlich. Und das, lustigerweise, ich stehe auf modular und finde auch cool einerseits, dass es modular ist, aber hey, es ist eine Stadt. Ja? Und ich bin nicht ganz so hier mit dem Lovecraft-Zeug so vertraut, aber bestimmt gibt es das da auch, dass sich die Wirklichkeit natürlich verdreht und ändert, so Inception-mäßig, aber Arkham ist ja schon, es gibt doch fixe Stadtpläne von Arkham. Ist doch nicht so, dass diese Stadt so du meinst, im Flow ist und sich ständig so cute. Das ist auch unthematisch, dieser modulare Spielplan. Wie im Cube der Film sich ständig verändert. Also sie verändert sich ja nicht innerhalb der Partie, aber ich meine, montags war quasi der Apotheker links. Das Hafenviertel hat sich plötzlich anders entwickelt. Genau, und plötzlich ist der Hafen rechts. Aber ich meine, das kann man natürlich alles mit dem, ja, vielleicht werde ich halt wahnsinnig und erklären. Ich wollte es nur einmal kurz sagen. Das ist tatsächlich unthematisch. Und eine Sache, die ich auch erwähnen muss, die haben wir, glaube ich, das war auch das Einzige, wo wir beim LCG jetzt schon draufgetreten haben, aber das ist wirklich, es geht so nicht weiter. Wird mit der Axt auf den Tisch gehauen. Es gibt hier wieder keine Beutel für diese Marker. Aber steht drin, man kann auch eine Glasschale. Ja, natürlich. Aber hallo, das ist wirklich, nee, mich macht das ernsthaft wütend. Man setzt sich bei Erstpartie im Spiel hin und sagt, ja, als du mir das erste Mal erklärt hast, waren wir auch bei mir, setzen uns hin, fangen an zu spielen. Hol und das Erste, was du zu mir Schüssel. Gesagt hast, ist, ja, kannst du mal, jetzt musst du dann eine Schüssel oder einen Beutel für die Marke holen. Und ich so, steh auf. Und ja, natürlich, ich habe halt den Sack aus Orléans geholt, weil da gibt es schöne, unbelabelte Stoffbeutel drin. Es ist doch kein Hexenwerk. DPD soll mal eine Rechnung schreiben, man fällt es leid. Das ist, mir ist schon klar, dass ein Stoffbeutel wahrscheinlich 50, 65 Cent, was auch immer, vielleicht auch nur 20, ich habe keine Ahnung, was ein Stoffbeutel kostet, aber es ist mir auch scheißegal. Es gehört ein Stoffbeutel in dieses Spiel. Es ist ein Beutel, es braucht nicht mal jeder Spieler einen Beutel. Es geht noch weiter. Ich weiß nicht, ob das an unserer Ausgabe liegt, aber ich glaube es echt nicht. Das sind weniger Plastikstandfüße dabei, als es Ermittlerstandys gibt. Das heißt, ja gut, man kann es auch nur zu 6 spielen. Na, vielleicht sind es genau 6. Ja, aber ist ernsthaft? Es soll jedes Mal und dann das irgendwann... macht ja auch die Pappe kaputt. Ja, natürlich macht das die Pappe kaputt. Wenn du ein einziges Mal eine Gloomhaven-Figur wieder aus so einem Standfuß entfernst, dann ist vorbei. Die Füße weg. Nee, ja, also das ist... Ich finde, recht, das ist wirklich... Also, dass sie keine Custom Dice haben, billig die ist, wahrscheinlich extra verkaufen. Das war schon immer so, nochmal nachgeguckt, aber auch in der zweiten Edition gab es keine Custom Dice. Es sind einfach stinknormale Kniffelwürfel. Das ist wirklich lame. Es ist kein Beutel dabei. Es sind weniger Plastikfüße. Bitte nicht wütend werden, falls das ein Produktionsfehler ist. Und das, also, das ist so absurd, dass ich denke, hey, haben wir überlegt, haben wir zu wenig Plastikfüße? Haben wir in der Anleitung geguckt? Das steht nicht, wie viele Plastikfüße enthalten sein müssen. Mysterious. Und auch an anderer Stelle. Also ich meine, man kann es nicht eins zu eins die Anleitung nehmen, die andere Anleitung nehmen und das Spielmaterial zusammenzählen, weil eben, ja, es gibt hier nur, was sind es, 3 oder 4 Szenarien, wo gegenüber irgendwas halt mehr Alte, große Alten, aber hey, es ist einfach nur... Dafür gibt es hier mehr Story, ne? Jedes Szenario ist natürlich dichter und hat Szenario mehr Sachen mit. Aber trotzdem, es sind weniger Ermittler zum Auswählen als in der zweiten Edition. Es sind einfach weniger, so ein bisschen weniger von fast allem. Natürlich auch bei den Markern, da haben sie jetzt rausgefunden, dass man ja natürlich Marker sparen kann, ist ja auch klug gedacht, indem ich sie halt doppelseitig mache. Auf der einen Seite Verderbnis, auf der anderen Seite Suchmarker. Ich weiß nicht, in meiner Erinnerung war das halt in der zweiten noch nicht so. Da hast du halt von allem so einen Berg Marker und dadurch war es gefühlt sozusagen von jeder einzelnen Komponente, nee, ich glaube, es war ein Verbündeter mehr als hier, aber fast von jeder einzelnen Komponente gefühlt ein bisschen mehr gehabt, was tatsächlich nicht ganz stimmt, weil es dann auch wieder Sachen gibt, die es da gar nicht gab, wie diese, hier gibt es diese Schlagzeilenkarten und wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, die Szenarien bringen eigene Plot-Karten sozusagen nochmal mit sich. Knapp. Nicht zu knapp. Und das macht
deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass es hier quasi haben sie natürlich weniger aber auch so gibt, gemacht, um noch bessere Erweiterungen zu machen. Ja, natürlich. Ja. Also Fantasy Flight Games ist, glaube ich, der Verlag, der nichts auf den Markt bringt, was nicht mindestens das also, Ding ist, angelegt ja. ist, erweitert zu werden. Das Ding ist einfach, finde ich, unterm Strich, ja, du hast recht, ich meine, ich würde mich gar nicht so sehr auf diesen, da sind ein paar Marker weniger aufhängen. Ein Beutel fehlt. Ja, ein Beutel, das finde ich auch ziemlich blöd, muss ich sagen, aber letztendlich, finde ich, läuft es darauf hinaus, das Spiel ist auch nicht ganz billig, kostet 60 Euro. 60 Euro? 60 Euro. Keine Miniatur. Und, keine Miniatur. Und ich sag mal, für mich läuft es ganz klar darauf raus, wenn ihr so ein Spiel haben wollt, dann würde ich Eldritch Horror bevorzugen. Wenn ihr so Arkham-Horror-Szenarios wollt, würde ich halt sagen, guckt euch das LCG an. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, auch das LCG ist alles andere als ein billiger Spaß. Das Grundspiel kostet 40 Euro und hat ja nur einen einzigen Fall. Und jeder Erweiterungsfall kostet um die 25, je nachdem, ob so kleine oder große sind oder ein bisschen. Aber fast jede Erweiterung ist nochmal ein ganzes Spiel, 20, 30 Euro. Klar, genau. Ja, das ist denken, dass auch es günstiger wirklich wird. Teuer. Ja? Aber dafür kriegst du meines Erachtens wirklich das beste Lovecraft-Spiel, was es gibt. Während das hier gut ist und natürlich auch, also es funktioniert alles und es ist wieder schön geschrieben. Wobei ich halt finde, wer Arkham Horror Kartenspiel andersrum schon hat, ja, oder schon viel gespielt hat, das trifft ja auf mich zu. Und da muss ich auch sagen, hat sich bei Arkham Horror auch so ein bisschen so eine Wiederholungsermüdung eingesetzt. Weil natürlich allein schon, es gibt einfach mehrere Ermittler, die sind genau die gleichen. Ja? Die sehen auch, das ist die gleiche Grafik, Copy-Paste. Ja? Es gibt viele Gegenstände, die sind die gleichen. Es gibt Monster, die sind genau die gleichen. Copy-Paste, also es ist die gleiche Grafik. Ja? Das ist tatsächlich ein Und Punkt, das ist gesagt, halt einfach so, dass du hast das Gefühl, du spielst eigentlich die gleichen Sachen nochmal mit ein bisschen anderen Regeln und eigentlich waren die Regeln von Arkham Kartenspiel besser. Ja, also, das heißt also nur für die Leute, die eben Arkham Kartenspiel viel gespielt haben, da muss ich leider sagen, die brauchen das halt einfach nicht, weil es ist halt einfach die da schon drin sind. Ja, und, ja. Das ist viel Wiederholung und es ist nicht besser. Das ist ein bisschen zugänglich. Aber das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil der ist mir so bisher, der ist mir so noch nicht aufgefallen in der Brettspielbranche. Also dieses Asset Recycling. Recycling. In der Computerspielbranche zum Beispiel, da gab es jetzt neulich auch wieder hier mit Far Cry oder was war's, wo dann quasi quasi der nächste Teil, also die hatten einen Teil gemacht und am Ende des Teils, oh, Spoiler, falls ihr nicht kennt, fliegt eine Atombombe runter. Ja. Das ist das Ende von dem Teil. Und der nächste Teil spielt dann in der Welt, nachdem die Atombombe runtergekommen ist. Das heißt, du kannst alle Orte nochmal bereisen und sie haben halt überall einfach sie mal haben kurz einfach noch ein bisschen im Haus eingerissen. Ja, kannst du dein Haus nochmal besuchen? Das ist natürlich für. Ja, aber das, klar, das fällt mir jetzt hier auf. Nee, ja, natürlich, du brauchst. Es sind tolle Illustrationen, da nicht falsch verstehen. Aber hier hat man vermutlich, hat der Illustrator nochmal, oder die, das ist aus dem gigantischen Arkham Horror 2018-19 Illustrationspool, den man da einmal aufgestellt hat und da bedient man sich. Ich weiß nicht, an mancher Hinsicht wird da wirklich am falschen Ende gespart. Also das sind natürlich kleine Tropfen, natürlich hat jeder eine Tasse zu Hause, in die er die Marker reinmachen kann. Und natürlich kann ich diese Pub-Standys da durchwechseln und es stört auch kann keinen. Kannst du auch eigene Pub-Standys, Plastikdinger kaufen? Ja klar, ich kann mir auch ein eigenes Arkham Horror basteln. Ja, aber nee, es ist für mich ist es wirklich ein gutes Spiel, wenn man Lovecraft-Fan ist, sogar ein sehr gutes Spiel. Es hält schon immer noch eine gewisse Grundqualität. Es macht Spaß. Ist da natürlich durchaus bei Fantasy Flight in sehr vielen Titeln, gerade in dieser Pflege dieses Universums schon gut. Ja. Und diesen größeren Fokus aufs Narrative, das gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr gut. Aber ich habe tatsächlich schon auch das Gefühl, dass man unterm Strich ein bisschen weniger für sein Geld bekommt als noch in der zweiten Edition. Dafür ist es an mancher Stelle halt auch besser gepolished und es ist wirklich zugänglicher. Also bei manchen Dingen, du hast recht, vielleicht kann man sich das trauen, mit seinen Kids zu spielen. Ich meine, Captain Raspberry kann das natürlich spielen. Klar, aber, kann man. Auch mit vielleicht noch. Ja, mit dem LCG wird es schon schwierig mit der Familie, das ist ganz klar. Ja, das war unsere Rezension von Arkham Horror. Also ein bisschen zwiespältig bei uns, obwohl es natürlich trotz alledem ein gutes Spiel ist. Ja, aber ja, hat halt so seine Pünktchen. Wir würden uns auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet. Vor allem, wenn ihr es kennt, wenn ihr diese Unterschiede zweite, dritte Edition, da gibt es sicherlich einige, die da eine Meinung zu haben. Gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben einige Anstöße gegeben. Und ansonsten sagen wir kann danke. Kann man so Umfragen unten in den Kommentaren Nee, das nicht. Aber oben können wir gerne machen. Dann blenden wir das jetzt ein in den Karten oben. Soll Kron seine zweite Edition verkaufen? Soll Kron seine zweite Edition? Ja, stimmt mal ab. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Alles klar, bis dahin. Macht's gut. Mach's gut. Ciao.